Josip, herzlich willkommen zurück in Wolfsburg. Wir freuen uns alle, dass du wieder hier bei uns bist. Wie groß ist die Freude bei dir, dass du wieder hier in Wolfsburg bist? Ja, ich bin sehr froh, hier zu sein. Das ist ein sehr großer Verein und ich hoffe, dass jetzt ich kann mich viel besser zeigen, als wann ich habe erstes Mal gekommen hier. Du warst jetzt genau ein Jahr weg, du warst ein Jahr im Schwabenland beim VfB Stuttgart. Wie blickst du auf diese Zeit zurück? Hast, glaube ich, 25 Pflichtspiele dort gemacht, auch ein paar Mal getroffen, aber wie blickst du darauf zurück? Ja, ich bin sehr zufrieden mit meinem letzten Jahr und ich hoffe, dass dieses letzte Jahr wird für mich wichtig sein, für Erfahrung und für jetzt, ich kann sagen, dass ich bin richtiger Profi. Früher, wenn ich hier gekommen bin, ich hatte nur 18 Jahre und damals, ich war nicht so erfahrener Spieler wie jetzt. Du hast in Stuttgart auch unter anderem ein richtig geiles Tor gegen Heidenheim gemacht, war auch zu Recht das Tor des Monats im Februar dann von der ARD Sportschau gewählt. Hast du denn für dich, wenn du auf die Zeit zurückblickst, würdest du sagen, du hast wirklich einen Schritt nach vorne gemacht, dich sehr, sehr gut weiterentwickelt? Ja, klar. Ich habe viel gespielt und für einen jungen Spieler, das ist das Wichtigste, dass du spielst. Ich habe zu mich und zu allen anderen gezeigt, dass ich kann Bundesliga spielen und jetzt ein neuer Schritt zurück in Wolfsburg und ich hoffe, dass ich kann jetzt noch viel, viel mehr entwickeln. Deine Entwicklung angesprochen, was sind denn so deine Ziele in diesem kommenden halben Jahr jetzt erstmal gesehen für die Rückrunde, für dich persönlich? Für mich persönlich ist, dass ich spiele wieder in diesem Top-Niveau und wenn ich spiele diese ganze Zeit, dann ich hoffe, dass ich kann in Russland gehen, WM. Mhm. Da drücken wir dir natürlich die Daumen für. Jetzt gleich steht du hast das Trikot schon an, die Rückennummer 21 wird deine sein. Jetzt gleich steht der Trainingsauftakt an. Den einen oder anderen aus dem Team kennst du ja noch. Auf wen freust du dich denn so am meisten? Gibt es so die ein oder andere Nase, auf die du dich jetzt wirklich wieder freust? Ja, freut mich. Viele Spieler sind immer noch hier wie letztes Jahr. Aber auch gibt viele andere Spieler. Aber ich bin sehr glücklich, dass ja, das ist alles ein neues Challenge für mich und ich bin sehr glücklich. Jetzt ist es gerade noch hier ein bisschen kalt. Morgen geht es hoffentlich dann in die warme Sonne Spaniens. Wie blickst du auf dieses Trainingslager, was morgen startet und dann die kommenden 5 Tage noch andauern wird? Ja, Trainingslager ist kurz, nur 5 Tage. Aber ja, ich hoffe, dass wir bereit uns für Bundesliga mit diesen 2 Freundschaftsspielen und ja, wir müssen Gas geben. Wir müssen Gas geben. Du sprichst es an, Gas geben für die Rückrunde. Was sind denn so die Ziele, die man vielleicht aus deiner Sicht in der Rückrunde angehen kann? Ja, ich weiß nicht. Ich habe noch nicht mit Trainer und mit Trainerstab gesprochen, aber ich hoffe, dass wir wollen Europa League spielen, weil wir sind sehr weit in den Pokal gekommen und ja, ich denke, dass wir schaffen das. Herzlichen Dank, dir einen guten Start und alles Gute.